Ich möchte Ihnen den nächsten OpenHPI-Kurs vorstellen, einen HPI-Kurs über Webtechnologien. Mein Name ist Christoph Meinl, ich bin Professor am Hasso-Plattner-Institut und leite dort den Fachbereich für Internettechnologien und Systeme. Das World Wide Web oder kurz gesagt das Web, das kennt jeder. Aber wie funktioniert es denn eigentlich? Genau das zu verstehen, genau das zu hinterfragen und zu lernen, wie das Web aufgebaut ist, wie das Web funktioniert, das ist Ziel unseres Kurses zur Webtechnologie. Das Web ist eine riesige, weltweit verteilte Sammlung von Dokumenten, von Diensten, von Anwendungen. Die wesentlichen Elemente sind die Webdokumente. Das sind Dokumente, die in HTML, der Hypertext Markup Language, gestaltet sind. Das sind Dokumente, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Wir sprechen da von Hypertext-Dokumenten. Und das, was diese Dokumente miteinander in Verbindung bringt, sind die sogenannten Hyperlinks oder sehr oft auch nur Links genannt. Diese einmalige Netzwerk von untereinander verbundenen Dokumenten, das ist das, was jeder von Ihnen kennt, das ist das, was das World Wide Web ausmacht. Die Webdokumente, die sind auf einem Webserver bereitgestellt. Der Webserver kann irgendwo in der Welt platziert sein, damit man die Dokumente ansprechen kann, damit man sie anfordern kann, müssen sie identifizierbar sein. Das geschieht über die URLs, die Uniform Resource Locators. Und dann muss ich sie, wenn ich sie ansprechen kann, identifiziert habe, auch transportieren können zu meinem Browser, in meinem Rechner, in meinem Smartphone, auf meinem Tablet. Das geschieht mit Hilfe des Internetprotokolls HTTP, des Hypertext Transfer Protokolls. Und dann, wie eben auch schon gesagt, ansehen, anzeigen, lesen, interagieren, kann ich mit den Argumenten, mit den Webdokumenten, mit Hilfe meines Webbrowsers. Webbrowser, also das Fenster in das Internet hinein, was auf einem stationären Rechner laufen kann, was aber auch auf mobilen Rechnern, auf Smartphones, auf Tablets installiert werden kann. Das Ganze ist ohne Internettechnologie denkbar. Ich hatte gesagt, dieses Internetprotokoll HTTP sorgt dafür, dass Dokumente im Web angefordert und transportiert werden können. Insofern war das Web die Killer-Applikation, die das Internet zu seiner Bedeutung gebracht hat, wie wir es heute kennen, als universales Kommunikationsmedium. Wir begrüßen alle, die Lust haben, mitzumachen, die lernen wollen, wie das Web funktioniert, die verstehen wollen, die Webtechnologien. Es gibt keinerlei Zugangsvoraussetzungen, man muss nichts bezahlen, also beste Voraussetzung, hier mitzutun. Der Lehrstoff, den präsentieren wir, wie üblich bei OpenHPI, in Form von kurzen Lernvideos. Dazu gibt es Selbsttests, mit denen man überprüfen kann, ob das, was im Video gerade erklärt wurde, man auch verstanden hat. Wir bieten ergänzendes Lesematerial zur Vertiefung an und natürlich dann ein Forum, wo man mit anderen Lernenden interagieren, diskutieren, Meinung austauschen kann. Was wir von Ihnen, den Kursteilnehmern, erwarten, ist, dass Sie sich ernsthaft befassen, ernsthaft mit dem angebotenen Lehrmaterial, die Videos sehen, vor allen Dingen die Selbsttests durchführen, um festzustellen, um zu überprüfen, wie weit Sie das verstanden haben, was da vorgestellt wurde. Wir haben da auch kleine Tools, wo Sie diesen Lernfortschritt messen können. Und das hatte ich eben schon erwähnt, zentral für den Lernerfolg ist die aktive Teilnahme auch an den Diskussionsforen, wo Sie sich mit anderen Lernern, wo Sie sich mit uns, dem Teaching-Team, austauschen können und das Neugelernte diskutieren, offene Fragen stellen, beantworten, weiterführende Bemerkungen und Diskussionen durchführen können. Wenn Sie am Kurs erfolgreich teilnehmen, dann können Sie auch ein Zertifikat einladen. Um ein solches Zertifikat zu erlangen, muss man
die Hausaufgaben regelmäßig abgeben. Man muss die Hausaufgaben auch wenigstens 50% der Punktezahl erreichen. Und man muss einen Abschlusstest bestehen. Auch dort wollen wir wieder, dass wenigstens die Hälfte der Fragen richtig beantwortet ist. Wenn wir uns jetzt mal die Agenda des Kurses ansehen und sehen, wie wir da vorgehen wollen, dann wird der Kurs Webtechnologien wie auch die anderen OpenHPI-Kurse aus 6 Kurswochen bestehen und einer sich anschließenden Prüfungswoche. In der ersten Kurswoche geht es um die Einführung in die Technik des WWWs. Da wollen wir einen Überblick erlangen. Natürlich kennt jeder von Ihnen das Web aus unserem Alltag. Aber wie sein Aufbau ist und wie es funktioniert, das ist vielleicht doch nicht jedem klar. In der zweiten Woche soll es dann um die beiden Grundtechniken der URL, der Uniform Resource Locator, und des HTTP, der Hypertext Transfer Protokolls, gehen. Wir werden also Fragen beantworten, wie sich Informationen und Dienste im Web identifizieren lassen und wie man sie sich über das Web, über das Internet transportieren lassen kann. In der dritten Woche steht dann im Fokus die Gestaltung von Webdokumenten. Wir werden über HTML, CSS, HTML, Hypertext Markup Language, CSS, Cascading Style Sheets und XML, Extended Markup Language, sprechen. Und wir werden dort der Frage nachgehen, wie Webdokumente gestaltet werden und auch, wie man sie so aufbereiten kann, dass nicht nur menschliche Nutzer sie wahrnehmen können, sondern dass sie auch maschinell weiterverarbeitet werden können. In der vierten Woche, das ist sicherlich eine ganz zentrale Woche in unserem Kurs, wird es um Webprogrammierung und Webservices gehen. Hier geht es also die Frage, wie kann ich Angebote im Netz lebendig gestalten? Wie kann ich da Dynamik reinbringen? Wie kann ich Anwendungen, Informationen aus verschiedenen Quellen im Web miteinander verknüpfen, um neue Informationen zu erzeugen? Wie kommunizieren die Anwendungen dabei miteinander? Das ist also Thema in der vierten Woche, wo es uns um Webprogrammierung und Webservices geht. Und dann in der fünften Kurswoche wollen wir uns mit Suchmaschinen befassen. Suchmaschinen, also dem Werkzeug, mit dem es gelingt, in diesen riesigen Sammlung von Hypertext-Dokumenten im Web auch das zu finden, was einen interessiert. Das wird sehr spannend sein, festzustellen, wie diese Information gesammelt wird von den Maschinen, wie dann das so aufbereitet wird, dass, wenn wir als Nutzer eine Frage stellen und sagen, gib mir die Dokumente zu diesem Thema an, dass die dann auch in einer sehr kurzen Zeit in einer sehr sinnvollen Anordnung uns präsentiert werden können. In der sechsten Woche, der abschließenden Kurswoche, wollen wir uns mit dem Cloud Computing befassen. Die Frage, der wir dabei nachgehen, ist, wie diese Ressourcen im Internet, die Rechnerressourcen, die Speicherressourcen, Softwareprogramme, wie wir die noch effizienter nutzen können, wie wir es noch einfacher haben können, nur mit unserem Browser auf Ressourcen im Web zuzugreifen, ohne da uns um eigene Rechnerinfrastruktur zu kümmern. Wir glauben, dass Sie damit einen ganz guten Einsicht haben, wie das Web funktioniert. Ich hatte schon gesagt, die siebte Woche, da wird es dann um die Prüfung gehen. Gibt es Lesematerial zum Buch? Ja. Zum Kurs? Ja, es gibt ein Buch, das Buch von Harald Sack und mir. WWW hält sehr viel Material zum Weiterlesen bereit. Es ist auch gerade in Vorbereitung ein eigenes Buch zu den Webtechnologien. Dieses Buch, ebenfalls von Harald Sack und mir geschrieben, beendet eine Trilogie. Die ersten beiden Bände, Grundlagen der digitalen Kommunikation und Internetworking, sind ja bereits erschienen. Und wer von Ihnen schon an dem Internetworking-Kurs teilgenommen hat, kennt ja die Informationen, die da zu finden waren. Und auch ein Blog wird unseren Kurs begleiten, der Blog www.internetworkingbuch.de. Was sollten Sie planen an Zeit und an Arbeitsaufwand, um erfolgreich am Kurs teilzunehmen?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil sie sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, unterschiedlich tief in der Materie stecken, unterschiedlich weit interessiert sind. Sie sollten etwa mit 3 bis 6 Stunden Arbeitsaufwand Beschäftigung in der Woche, in jeder Kurswoche rechnen, um die bereitgestellten Lernmaterialien zu sich wahrzunehmen, um die Selbsttests durchzuführen, um die Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben haben wir so konzipiert, die Hausaufgaben, die es jede Woche neu gibt, haben wir so konzipiert, dass Sie die innerhalb von 60 Minuten lösen können sollten, wenn Sie den präsentierten Kursmaterialien gut gefolgt sind und wenn Sie die verstanden haben. Den Lernerfolg, die Lernintention und auch die Freude am Lernen, die können Sie ganz eigenständig steigern, indem Sie sich intensiv zum Austausch mit anderen Kursteilnehmern und Betreuern begeben. Dazu haben wir ein großes Diskussionsforum bereitgestellt. Die Erfahrung aus den anderen Kursen zeigt, dass das die Freude sehr stark am Lernen steigert, dass das viele Erkenntnisse bringt. Man kann Fragen stellen, mit anderen diskutieren, man kann erweiterte Informationen liefern. Es gibt Spezialisten für verschiedene Themen. Man kann Erfahrungen mit anderen Lernen austauschen. Wir bilden da eine große virtuelle Lerngemeinschaft. Der Einsatz von Ihnen hängt natürlich stark ab, ob Sie jetzt wirklich interessiert sind, da ein Zertifikat zu machen oder ob Sie mehr oder weniger nur wissen wollen, was vor sich geht. Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Sie sind uns gleichermaßen willkommen. Zu den Terminen. Der Kurs startet am 3. Juni, am 3. Juni 2013. Dann haben wir unsere 6 Kurswochen, die ich ja schon erwähnt habe. Und dann gibt es die Prüfungswoche. Die Prüfungswoche ist dann 16. bis 21. Juli 2013. Und dann, wenn die Examen ausgewertet sind, am 22. Juli, dann gibt es also rechtzeitig vor Urlaub noch die Zertifikate. Hier nochmal auf einen Blick, wie so eine Kurswoche abläuft. Also die Kurswoche startet am Montag. Da erwarten wir, dass Sie das Material bearbeiten. Sie sind da frei, das an welchem Wochentag auch immer zu machen, auch zu welcher Uhrzeit. Das Material steht bereit. Also die Lernvideos, die Selbsttests und auch die Hausaufgabe wird veröffentlicht. Dann am Ende der Woche, typischerweise am Freitag, kündigen wir an die nächste Kurswoche. Und wir haben auch schon angefangen, das Kursmaterial der folgenden Woche am Wochenende zu veröffentlichen, um Ihnen die Chance zu geben, auch dieses Wochenende schon zu nutzen, für die nächste Kurswoche zu arbeiten. Hier sehen Sie noch im Zeitplan 2 andersfarbig gestaltete Kästen, nämlich die Deadline für die Abgabe der Hausaufgabe. Am Montagabend, um hier also dort auch nochmal an das Wochenende zu geben, nachfolgenden Montag der vorhergehenden Kurswoche, da ist 22 Uhr die Deadline für die Hausaufgaben. Und dann werden, wenn die Deadline abgeschlossen ist, gibt es auch keine Chance mehr, die nachträglich einzugeben. Die werden dann automatisch korrigiert. Und es werden Ihnen die Resultate angezeigt, Ihrem Lernerfolgskonto gut geschrieben. Und es werden auch Musterlösungen veröffentlicht. Thema hatte ich genannt für jede Kurswoche. Die steht unter einem bestimmten Unterpunkt, der wichtig ist im Bereich der Webtechnologien. Über die ganze Woche können Sie diskutieren in den Diskussionsforen mit den anderen Lernern, mit uns, dem Teaching-Team. Und ich mache Sie auch noch auf ein weiteres Feature aufmerksam. Sie können nämlich individuell virtuelle Lerngruppen bilden. Sie können sich mit Freunden oder mit Bekannten oder zu einem bestimmten Thema mit Teilnehmern des Kurses in einen virtuellen Extraraum zurückziehen und dort weiter diskutieren. Ja, also ich hoffe, dass wir Sie alle wiedersehen, wenn wir unseren Kurs starten, am 3. Juni, den Online-Kurs zu Webtechnologien, und verspreche, dass wir uns alle Mühe geben werden, dass es Spaß macht und dass es für Sie ein guter Lernerfolg werden wird.